Hallo, ich bin's, Gabi Fastner. Heute gibt's ein Faszien Pilates für dich. Wir machen uns geschmeidig, wir machen uns elastisch und wir formen unsere Figur. Stellst dich zuerst mal aufrecht hin. Deine Knie sind so ein bisschen durchlässig. Und du nimmst mal deine Hände an deine unteren Rippenbögen überkreuzt. Versuche jetzt erstmal in die Pilates-Atmung hineinzufinden. Das heißt, du atmest tief durch deine Nase ein und bei dem Ausatmen durch deinen Mund wieder aus. Tief durch die Nase ein und aus. Und jetzt nimm deine Hände und versuch, deine Rippenbögen zusammenzuziehen. Atme ein, öffne deine Rippenbögen, atme aus und Rippenbögen zusammenziehen, Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Ausatmen, Rippenbögen zusammen, Bauchnabel sanft nach innen. Nochmal. Und genau, das ist dein Powerhouse. Also deine Rippenbögen schließen, deinen Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Und dein Beckenboden nach oben. Halte jetzt die Spannung. Öffne deine Hände und versuch mal mit deinen Rippenbögen eine liegende Acht zu zeichnen. Mach deinen Brustkorb elastisch. Genau, ganz weich, ganz locker. Wenn es nicht klappt, ist ganz normal. Probier es. Lass deine Nasen fließen, das ist wichtig. Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte, lässt deine Arme sinken. Atme jetzt aus, heb deinen rechten Arm. Beachte dabei, dass dein Schultergürtel tief bleibt. Atme wieder ein. Und was mir jetzt wichtig ist, dass du dein Schulterblatt hinten an der Wirbelsäule anklebst. Das heißt, du ziehst es nach innen unten und einatmen. Ausatmen, heben. Einatmen, senken. Schulter ist weit vom Ohr weg, ganz bewusst. Nochmal. Ein letztes Mal die andere Seite. Und löse jetzt. Nimm beide Arme nach oben. Atme aus, Schulter tief und ein. Powerhouse aktiv. Zieh dich jetzt mit nach oben auf deine Fußspitzen. Atme aus und ein. Knie darfst du jetzt strecken. Jawohl. Aus. Ein letztes Mal aus. Bleib oben. Lass deinen Atem fließen. Deine Schultern tief. Ein paar Atemzüge hier verharren. Und dann kommst du wieder tief und lässt dich mal so richtig durchschwingen. Aus und ein. Versuch wirklich locker zu lassen, deinen Kopf, deinen Atem. Und jetzt bleibst du tiefer und versuchst ausatmen, einatmen, deinen Rücken zu stabilisieren. Auslass locker und ein, wieder fest. Deine Faszien lassen dich nach oben schwingen und sie halten dich dann hier in der stabilen geraden Rückenstellung. Letztes Mal. Und langsam nochmal lösen und öffnen. Deine Schultern tief. Nimm jetzt dein rechtes Bein zurück. Schultern tief. Ferse tief. Atme aus. Atme ein. Und beug dein Knie. Ausatmen. Einatmen. Aus und ein. Gleich mal deine Hände an deinen Brustkorb kreuzen und versuch jetzt aus und ein und so ein bisschen deinen Brustkorb mit in die Bewegung nehmen. Öffne hier deinen Brustkorb, geh in deine Vorderseite. Spür die Dehnung, Oberschenkel, Bauch. Und werde noch ein bisschen größer, öffne die Arme und zieh zurück. Werde noch ein bisschen größer und versuch jetzt meine ganz kleine
federnde Bewegung zurück, mal ein und aus. Hier federn, ziehen und dich nach oben katapultieren. Noch einmal und wieder. Halte hier, öffne deine Arme und lass jetzt deine Beine ganz locker nach vorne und hinten schwingen. Versuch wirklich locker zu lassen, deine Schultern tief. Nimm richtig Schwung. Schwünge sind gut für deine Faszien. Mach dich beweglich in deinen Gelenken. Sehr schön. Jetzt kreuze das Bein hinten. Nimmst deine Außenkante auf den Boden. Nimmst den Arm nach oben. Und ziehst jetzt mal und löst wieder. Ausatmen, ziehen. Und einatmen, lösen. Spüre jetzt deine seitliche Struktur. Bleib jetzt auf der Seite und zieh ganz kleine, wippende Bewegungen auf die Seite. Spüre natürlich auch deine Muskeln hier an der Seite. Letztes Mal und löse nochmal. Sehr schön. Deine Arme, Schultern auslockern und jetzt das andere Bein zurückführen. Deine Schultern wieder tief ziehen, Bauchnabel, Powerhouse aktiv und beug. Einatmen, ausatmen, einatmen und aus. Hände nach vorne und wenn du möchtest, gleich so ein bisschen in die Bewegung mitgehen. Nochmal. Und noch ein bisschen größer werden. Die ganze Frontallinie aufdehnen. Ruhig. Noch ein bisschen größer. Den Arm mitnehmen. Bleib hier. Und wippe zurück. Und zieh dich lang und lass dich fallen. Nochmal lang ziehen und ziehen und nochmal Schultern tief. Noch einmal zurückziehen und oben bleiben, Arme zur Seite und mit dem Bein ganz locker nach vorne. Und zurück schwingen. Versuch dich in der Balance zu halten, auf deinem Standbein zu stehen. Schultern sind locker. Und dein Atem fließt. Lass wirklich locker. Sehr gut. Halte hinten. Kreuz mit der Außenkante. Zieh dich lang über die Seite und löse. Nochmal. Und spür wirklich deine Teile, deine seitlichen Strukturen, laterale Linie, den Fuß unten an der Außenseite anfängt. Und dann bleibst du. Bleib hier und federn nochmal. Zieh dich lang, Atem fließt. Die letzten Male noch. Und wieder langsam entspannen und lösen. Schultern locker lassen. Beide Beine jetzt in eine große Grätsche. Deine Knie nochmal anbeugen. Dann Powerhouse aktiv. Dazu nochmal deine Hände an die unteren Rippenbögen. Einatmend. Und ausatmen, wir ziehen, einatmen und ein. Und das Ganze machst du jetzt ein bisschen größer, bist du rund, atmest ein, öffnest, aber aus, werde rund. Und du kannst es noch ein bisschen vermehrt in die Bewegung gehen, indem du vorne deine Hände zur Faust ballst.
beim Einatmen deine Finger nach hinten schiebst. Aus und ein, öffnen, aus und ein, nochmal, aus. Beim nächsten Mal kommst du dann mit in die Bewegung, das heißt, du atmest aus, schiebst dich hier nach oben, atmest ein, leise abfedern, aus und einatmen und ein. Sehr gut. Bleib auf der Seite, halte hier. Jetzt machst du dich nochmal rund, atme aus und schieb jetzt deine Ferse nach außen, deine Handflächen nach oben drehen. Nochmal. Und Länge und leise abfedern. Andere Seite. Nach oben ziehen, lang werden, Balance finden. Ausatmend rund, einatmend deine Ferse schiebt, nochmal, lang werden, halte und entspann dich, lass locker, lass jetzt mal ganz locker deine Füße abrollen und eine Fußspitze auf die Ferse. Und zwar wirklich ganz leise. Kannst auch mal deinen Fuß nach vorne nehmen oder zurück oder ein anderes Bein nach vorne. Probier einfach aus. Wichtig ist, die Bewegung leise zu machen. Federn, rück auf meine beiden Füßen. Bleib stehen. Nochmal ganz locker schütteln, dich ausschütteln und entspannen. Sehr gut, wir kommen runter auf den Boden. Dazu rollst du deinen Oberkörper mal ab, nimmst die Hände nach vorne, setzt deine Knie zuerst mal ab und bewegst mal kurz deinen Rücken nach oben, unten, wohin du möchtest. Lass dann mal deinen Bauchnabel Richtung Boden sinken. Schieb deine Fußspitzen in den Boden und zieh dich hier in den herabschauenden Hund. Großen Zeh leicht nach innen. Und jetzt schieb mal deine Fersen hier nach unten. Genau, versuch ruhig deine Knie möglichst zu strecken. Genau, nochmal langsam halten, ziehen, entspannen, Knie absetzen, Hände unter deine Schultern, Knie unter deine Becken, unter dein Becken. Und jetzt fangen wir an, mit deinem Steißbein ganz kleine Kreise zu zeichnen. Dein Steißbein beginnt. Wechsel mal die Richtung, werde ruhig etwas größer. Nimm deinen unteren Rücken so ein bisschen mit in die Bewegung. Werde noch ein bisschen größer. Wenn du möchtest, nimmst du auch deinen Kopf mit. Wechselst auch vielleicht nochmal deine Seite. Du kannst auch nochmal deine Arme so ein bisschen mit anbeugen. Größer werden. Mach deine Wirbelsäule elastisch. Werde nochmal kleiner. Immer kleiner. So minimale Bewegung im unteren Rücken hast. Bleib in der Mitte. Setz dich mal ganz kurz nach hinten auf deine Fersen ab und spüre jetzt noch mal so ein bisschen rein in deinen Rücken, ob sich was verändert hat.
spürst du deine Wirbelsäule, bleib entspannt und komm noch einmal nach vorne auf deine Knie. Hände nochmal unter den Schultern und jetzt atmest du aus, streckst deinen rechten Arm und streckst dein linkes Bein in die Länge. Ein und löse. Ausatmen und einatmen. Ausatmen, einatmen. Halte hier, zieh dich lang, löse nochmal, wechsle die Seite nochmal, halte hier, stell deinen Fuß jetzt hinten auf, nimm den Arm, streck ihn zur Decke hoch und feder mal ganz sanft mit dem Arm zurück, spür, wie du deinen Brustkorb öffnest. Mal schnell jetzt einmal unten durch und zieh dich lang, federn und nochmal lang ziehen und aus der Vorspannung ohne Muskelkraft schiebst du dich hier nach unten durch. Halte jetzt unten, fang unten an zu wippen. Und zieh nach oben. Und drück deine linke Hand in den Boden. Versuch dich da ein bisschen mit hochzuschieben. Linke Hand in den Boden und entspann dich. Kurz mal lösen, zurück. Stehen auf den Boden, entspannen. Vielleicht merkst du jetzt auch unterschiedliche Längen hier im Rücken. Und komm dann zur anderen Seite. Arme nochmal hoch. Hände unter die Schulter platzieren. Und jetzt schieb dein rechtes Bein zurück. Deinen linken Arm nach Unterdecke. Mach erstmal ganz kleine, sanfte Wippbewegungen. Und eins, zwei, drei und ziehen. Jawohl, hoch. Nochmal lang ziehen. Jetzt Vorspannung und nach unten katapultieren. Vorspannung und unten anfangen. Drück mit der rechten Hand, zieh dich lang. Tief drücken und hochziehen. Nochmal. Drücken. Ein letztes Mal. Und entspann dich. Einmal in die Bauchlage nach unten kommt. Und deine Arme nach vorne ausstrecken. Deine Beine und Arme sind leicht geöffnet. Dein Blick erstmal nach unten Richtung Boden. Deine Schultern tief ziehen, Powerhouse aktivieren. Das heißt, dein Bauchnabel vom Boden wegziehen. Und jetzt versuch einen Arm, das diagonale Bein zu heben. Atme aus. Und atme ein. Und versuch dich wirklich lang zu strecken. Nicht hoch, sondern Länge. Und nochmal lösen. Nochmal Länge. Und lösen. Nochmal. Ein letztes Mal noch. Länge. Halten. Die andere Hand kommt unter deine Stirn. Und jetzt versuchen wir langsam hochzuheben und abzusenken. Du kannst gerne ein bisschen deinen Kopf mit nach oben heben. Ausatmen. Länge. Und bleib jetzt hier oben und feder mal ganz sanft nach oben. Dehne deine Frontallinie,
Kräftige deine Rückenmuskeln. Und entspann dich. Locker kurz aus. Spüre vielleicht wieder einen Unterschied zwischen deiner rechten und linken Seite. Und wechsel dann noch einmal nach vorne. Und öffnen. Blick nach unten, Powerhouse aktiv. Und jetzt ein rechtes Bein am linken Arm lang ziehen, ausatmen. Dann rechte Hand unter die Stirn und zieh nochmal hoch. Wenn du möchtest, nimmst du auch deinen Kopf ein bisschen mit. Und hoch. Und bleib jetzt hier oben und federe ganz sanft nach oben Richtung Decke. Denk an dein Powerhouse und entspann dich. Deine Unterschenkel nach oben. Sehr schön. Lass richtig locker. Und langsam wieder zur Mitte. Stell deine Füße nacheinander auf. Hände neben die Schultern, drück dich nach oben, setz dich nochmal ganz zurück und entspanne noch einen Moment.